Im Schatten des Relikts. Uha! Das müssen wir eigentlich im Stream machen, sowas von im Stream. Uiha. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht! Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Doch nicht Inferi. Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Nicht Inferi. Muss das sein? Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufmerksam sein. Ich habe gesagt bekommen, dass man, dass diese Quest, um da Avada Kedavra zu bekommen, dass man da ein bisschen, dass man da eine Frage beantworten muss, dass man da ein bisschen, dass man da bei der Sache sein muss. Concentrated by the game. Als wir das letzte Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Inferi. Ach, nun, nun. Darauf habe ich so oft gedacht, den Bock. Inferi. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Da vorne. In der großen Halle. Und trinken. Nur brennt, bringt das was. Na komm. Imperio hilft dir auch nicht mehr. Wir haben gleich mal Imperio bei wem anders einzusetzen. Da gibt es einen Sebastian, der hier. Den müssen wir alles gesund waschen. Den Kopf waschen auf jeden Fall. Zuletzt waren hier nicht so viele Inferi. Und keine Spur von Sebastian. Na komm, ups. Thank you.
machen wir es dann mal. Warte bitte kurz. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi? Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Oh, er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte, zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts. Und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Ich weiß nicht, ob dir noch Vernunft einzureden ist. Wie wird der auf mich hören? Ich habe den Imperio-Fluch da bereits. Den setze ich ungern gegen Sebastian ein, aber wenn es sein muss. Macht ihr jetzt schon unheimlichen Blödsinn damit? Und Feri steuern, das ist, sag mal. Ist er denn von allen guten Gästen verlassen? Wie viele Imperi sind hier? Gut, dass wir hier noch keinen der unverzeihlichen Flücher gegen die Imperi eingesetzt haben. Und wird auch nicht wirklich viel nutzen. Foltern, was wissen die Imperio? Das ist da so, dass wir es bringen. Level 30. Wir haben das Level up verpasst. Und das Sebastian. Gefunden. Sebastian. Du Idiot. Sebastian, warum? Ist das nicht unglaublich? Ja, das ist wirklich unglaublich. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat. Aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio Relikt! Richtig so. Das Relikt. Das wirst du wissen. Wieso, was denn? Ich
Ich bin noch nicht auf deiner Seite. Warum kämpfst du jetzt gegen mich? Was soll denn der Mist? Ich bin noch nicht auf Sebastians Seite. Lass mich da mal aus dem Spiel. Alter, warum kämpfst du gegen mich? Infendio! Sebastian! Contringo! Kommt doch mal zur Vernunft! Descendo! Warum kämpft er gegen mich? Idiot. Levioso! Was habt ihr denn mit euch zu schaffen? Ich habe ganz einfach versucht, Sebastian zu überreden. Dann lass mich doch mal in Ruhe. Contringo! Descendo! Jetzt bist du zu weit gegangen. Ich will nicht gegen den kämpfen. Ist ein älter Mann und jetzt ist ein Vater, der seine Tochter schützt. Macht das mal aus euch aus. Haben schon viel zu viel in Familienangelegenheiten angemischt. Tja, das muss der Ende sein. Alter, na. Die Flieger, die sind hier noch. Was soll denn der Scheiß? Alter, na. Tja, das musste einfach sein. Alter. Infendio. Jetzt bist du zu weit. Levioso. Contringo. Das hört sich gar nicht auf. Levioso. Wir haben den wahren Endkampf. Contringo. Ich kann so nicht arbeiten. Es hört nicht auf. Lass gut sein. Endloser Kampf. Yeah!
das gut sein. Steven, du von mir erwartest, dass den töten. Und das ist ein unverzeihlich gut gegen ihn einsetzt. So. Vergiss es, Mann. Confringo! Jetzt bist du zu weit gegangen. Descendo! Incendio! Descendo! Incendio! Confringo! Ich würde gerade lieber gegen Sebastian kämpfen. Haben den Vier jetzt endlich entfernt. Confringo! Levioso! Ey, Sebastian! Confringo! Das wollte ich nicht. Das war gegen Sebastian. Levioso! Jetzt bist du zu weit gegangen. Was erwartest du von mir? Sebastian. Muss gut sein. Jetzt komme ich nicht durch. Rettet mich da raus. Confringo! 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 Das musste einfach sein. Levioso! Levioso! Was soll das, Sebastian? Confringo! Warum? Confringo! Confringo! Jetzt bist du zu weit gegangen. Confringo! Hört doch mal beide auf. Mann. Sebastian. Tja, das musste einfach sein. Levioso! Ja, auf gegen mich zu kämpfen. Confringo! Alter, Mara. Descendo. Ach, jetzt wieder mit dem Feri. Confringo! Ja, oh Gott, was soll denn diese Quest? Was soll der Scheiß, Mann? Vielleicht ist das wir hier am Ende. Dann war der Knabern ja und mir ist das gefällt nicht.
bist du zu weit gegangen. Trivioso! Infektio! Lass mich da raus, alter Mann. Lass mich da raus. Tja, das musste einfach sein. Levioso! Ich will das nicht. Sebastian. Halt. Levioso! Dummer Junge. Und schon du auf gegen deinen Sohn zu kämpfen. Oder gegen deinen Neffen. Hört auf. Tja, das musste einfach sein. Lass das sein. Lass das aus. Sebastian. Levioso, in Trend. Jetzt bist du zu weit gegangen. Hör auf, dummer. Du sollst der Klügere sein und nachgeben. Levioso, in Trend. Contringo. Hör auf. Keine Heilung, Sebastian! Hör schon auf! Er hat recht, Sebastian. Ich lasse sie nicht leiden! Havana Kedavra! Sebastian, was hast du getan? Was hast du getan? Ich muss hier raus. Du bleibst hier, Sebastian. Sebastian. Sebastian, warte! Ich kann ihn nicht verzaubern. Incendio! Halt, Sebastian, warte! Nein! Bist schon nein. Bleib. Was ist denn? Götz.
ist das hier? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben dich zerstören. Gesehen. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Nein. Hatte ich den Zauber nicht gekannt? Auf gar keinen Fall. Oh Mann. Ich will diesen Fluch lernen. Einfach um ihn zu lernen, aber lass das jetzt nicht die Entscheidung zwischen Gut und Böse werden. Natürlich, niemand sollte diesen Fluch lernen, diesen Kriegen. Ich meine, man kann auch Leute auf andere Art töten, das ist... Was Sebastian? Warum? Ich meine, da war der Kidaver aber jetzt nicht das schlimme Ding. Es war... Er hätte ihn auch mit Stupor töten können. Auch zu Tode. Mit Basiszauber hätte er den zu Tode machen können. Was soll ich? Ist es denn. Ist es. Also ich sehe jetzt wirklich, also wir haben so viele Wilderer getötet, das ist, wir haben das mit der alten Kraft, das ist so wirklich, wir haben einen Basiszauber unten gebracht und das ist also ich sehe jetzt in dem Fluch, also wenn das die Frage ist, ich sehe in dem Fluch, aber der Kinabe jetzt, ich finde es also ist, das ist ein human, ich finde das ist ein humanerer Fluch als die alte Magie, die wir ständig nutzen. Also bei der alten Magie wird der Gegner auf den Boden geschmettert und gegen die Wand gehauen und schmerzvoll zerstört, verkrüppelt und den Kopf das Genick zerbrochen. Bei Avada Kedavra wissen wir alle aus Harry Potter. Du fällst nach hinten und stirbst ein. Es fühlt sich an wie ein Kitzeln. Es ist. Hier gibt es ganz andere Sprüche, die man verbieten sollte. Es ist. Kruzio, ja, der gehört verboten, aber als einziger von den dreien, finde ich. Imperio. Ist, ja, Imperio irgendwie auch, aber war der Kidaver. Was denn das? Lass das jetzt nicht die Entscheidung zwischen Gut und Böse sein. Niemand sollte den Fluch kennen, ist auch egal. Es ist auch zu weit. Es ist zu viel schwarz und weiß. Das ist, es ist. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Hast du nicht. Ich hätte dasselbe getan. Nein, hast du nicht. Ich könnte ihn dir beibringen. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet: Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Du
jetzt kommen wir nicht mit nach Azkaban. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in der Krypta. In Ordnung? Im Schatten des Relikts. Verdammte Scheiße. Zugestimmt. So, jetzt können wir aber direkt wieder aber. Fühlt sich scheiße an. Jetzt müssen wir noch eine Spinne finden, an der wir das ausprobieren können. Ah! Da meldet sich jemand freiwillig. Jetzt lassen uns das nie wieder nutzen. Schmerzvoller. Ist so ein bisschen doppelte Moral in dem Spiel. Wie gesagt, die uralte Magie. Wo ist der Unterschied? Wir sind wir da, über irgendwen zu urteilen. Jetzt brauche ich mal eine Poppy-Aufgabe. Auf zu den Zentauren. Irgendwann werden wir den Avada Kedavra Fluch und die beiden unverzeihlichen Flüche brauchen, um damit anders zu beschützen. Um Poppy oder so das Leben zu retten. Sebastian, ich hoffe, weil das sein eigener Onkel. Ich hoffe, dafür schmottern Azkaban. Laufen. Ich brauche das gerade, um vor der nächsten Quest abzuschalten.
Ich war sprachlos. In dem Moment, als er wirklich sein Onkel getötet hat. Oh. Meine Fresse. Schwer zu sagen, was mich da drin erwartet.